De ingenieur van Kia en de Sorento hier groot naar de wie zo nog geschäft dat ze zich de vraag kan stellen. Als dat naar een facelift of schon een nieuw model. Ik heb mir de Sorento aber genau geguckt en heb mijn mening. Beim Facelift Jahrgang 2024 hat Kia nicht bei sonst normalen Korrekturen gelost, mir präsentiert sein neues Sorento an einem abgefrischten Design. Mit seinem Capo an dem feinsten Paar Schock gekrönte Sorento sogar ein neues Blech verpasst und er erscheint sich auch so mit dem feinsten Teil von seinem Viergänger. Er wirkt auch mit breit und imposant. Er stiert noch die horizontalen Streifen mit waagerechter kleiner Linie von LED-Luchten nach vier. Dom hat der überhüllte Sorento Modell 2024 mit lichtoptischen Retuschen und den hinnischten Luchten an hinnischten Paar Schock auch die aktuelle Kia Designspruch beim Namen Opposites United. Weiter geht es am Interieur. Ein Cockpit mit digitalisierter Bedingung, die noch modern rüberkommt. Echt knäppelscher Schalter gehen reduziert. Den Informations 4 Zoll an den Infotainment-Ekran 12,3 Zoll groß, allen zwei an einem Ekran zusammengefasst, bilden eine optisch durchgehend Unität. Auch ein Multimode, bedingungslicht als neu am Sorento, der flotten Design bietet, aber auch für die Klängen durch eine Nähe suchen kann. So kann es mal passieren, dass sie über dem Fuhren beim linken Knopf Temperatur regelt und statt Ton stärkt, wenn die richtigen Innenmenü nicht für drunter gestellt werden. Das könnte noch besser gelöst gehen. Während Kia bei seiner Onboard-Navigation aber am Spiegel vom Handy ohne Kabel auch überzeugt, schafft Spruchbedingungen weiterhin streng nur vorgeschriebenem Rezept. Das Kia-Spruch hat es gegen mich. Klimaanlage vom Sorento ist gut programmiert, wird bei Alttemperatur gut funktioniert, wobei ihr noch die belüftbare Sitze zur Hölle mit beiholen könnt, die ihren Dings gut absolviert haben. Und nicht zu vergessen, Bose Soundanlage, die genug Power von sich gibt, wird auch dafür gesucht, für den Sorento zu der Disco zu machen. Positivpunkte gehen auf den Komfort vom Interieur und auch nicht zuletzt auf seinen Radstand, den er von 30 mm gestreckt wird. Karosserie wird auch häufig nicht wesentlich müssen vergrößert gehen und er lenkt 1 cm auf 4,81 m. An der Breite auch 1 cm auf 1,90 m sowie an der Hecht 1 cm auf 1,69 m. Hier wird die Sitz- und Materialqualität sowie die Tofferplatz groß geschrieben. Und zumals an den zwei feisten Premium-Relax-Sitzer, die sich an eine Liegestuhlposition bringen lassen und Pausen nach mehr agréable machen. Sogar auf den noch handen an noch vier verschiebbaren Delen von der hintersten Bank mit Sitzheizung lässt sich bequem riesen. Und noch durch sein flache Kardontunnel können 6 Beine an den dran sich gut sortieren. Mit seiner dritten Sitzreihe zu kriegen gegen die Option, bietet Kia 7 Plätze nun. Für mich sind das 2 weitere Plätze echt für Kinder, wie für erwachsene Personen gedurcht. Er ist der Radklammer nicht so schwer, mit muss ihn aber schon sportlich sein. Und mal von unserem Testauto, dem Kia Sorento Vollhybrid, passen zwischen 600 bis 1900 Liter Ladevolumen ran. Mit dem Sorento Jahrgang 2024 positioniert Kia sich für die aktuellen Zeiten bzw. der neue Unterrichtswelt zu. Auf einer neuen Plattform aufgebaut, die auch beim Sorento darauf ausgelöst ist, für den elektrisch unterstützten Unterricht perfekt zu integrieren und besser nutzen zu können. Dass der Benziner als Hauptunterrichtsakteur meistens nicht so stark gefordert ist, kann dadurch dass ein Zweitmotor, den an die 6 Stufen Automatik Quad integrierte permanent Synchromotor. Diese Unterrichtsintegration wird auch der Vorteil, dass die Leistung von den zwei Motoren gleichzeitig voll genutzt kann, sowohl am Hybrid sowie auch am Plug-in-Hybrid. Unser Testauto wäre die Kia Sorento Vollhybrid mit einem 1,6 Liter T-GDI Benziner mit der Leistung von 151 kW respektive 215 PS. Wobei die Synchronmaschine mit einer Leistung von 60 PS bzw. 264 Nm beiträgt. Sind 6 Stufen Automatik überdreht das Kraft auf die Fischträder, optional auch auf die Feuerräder. Beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 1,6 Sekunden
en biedt een maximale vitesse van 183 km/h. De Sorento Hybrid kan nog elektrisch voeren, niet zo gezielt, nog niet zo weit wie de Plug-in Hybrid, die laut Kia immerhin 60 km im elektrischen Modus kan zurücklegen. Beim Auffahren als de Sorento Hybrid voll elektrisch im Weg, auch beim Lösebeschleunigen riecht Kraft von der Synchronmaschine aus. Aber mit vollem Tritt auf Gaspedal schaltet die Elektronik, ohne dass der Chauffeur es mitkriegt, den Benzin damit an. Bleibt der Sorento bei seiner Vitesse, stellt Motormanagement den Elektromotor sogar auf und der Benziner lebt am Power Assist Mode weiter. Beim Lösfahren, beim Aufbremsen von der Vitesse, geht sogar Energie rekuperiert. An einem kleinen Akku mit der Batterieenergie von 1,41 kWh gespeichert. Er kann noch nicht extern aufgeladen werden. Das Rekuperieren von der Leistung lässt sich auch über das Paddeln und Volant machen. Es sollte noch immer, dass elektrisch fahren muss auch gelehrt sein. Während die ganzen Antriebsstrang von Kia Sorento Vollhybrid harmonisch zusammenarbeiten, kann der Motorduo in der voller Leistung aber nicht mehr bedingt überziehen. Und das besonders beim spontanen Überholen. Er geht die kleinen 1,6 Liter 14er Motto übermäßig überspannt, weil er als dann eure Gewicht von 1,8 Tonnen plus Passagiere zu bewegen. Beim Benzinsverbrauch wird die große Crossover sich aber zurückgehalten. Laut WLTP geht Kia einen Normverbrauch von 6,8 Liter auf 100 km hin. Wobei wir mit meinem sportlichen Rollen mit 6,6 Liter auf 100 km zufrieden wären. Unter dem Strich bietet Kia Sorento viel Platz und viel Komfort. Und das proper verschafft, er bietet so etliches, was bei der Konkurrenz fehlt oder da ja bezahlt muss gehen. Also, wie eine große SUV-Sicht, soll sich auf jeden Fall den Sorento angucken. Wir kaufen ein Auto.lu. Um Rolf zu süßen und zu Bord drängen.